willkommen auf Susis Cooking-Kanal. Heute gibt es Speckknödel mit Champignonsauce. Hört sich das nicht gut an? Gefunden habe ich das Rezept in der neuen Thermomix-Zeitschrift, die ganz aktuell jetzt gekommen ist. Und ausschauen tut es so. Und ich hoffe, dass man es genauso lecker ausschaut und das kann eigentlich nur gut schmecken. Auch vielleicht als kleine Vorspeise für die Feiertage. Ich lese euch mal vor, was wir dafür brauchen. Für die Champignonsauce brauchen wir eine Zwiebel, 30 Gramm Öl, 250 Gramm Champignons geviertelt, 30 Gramm Milch, 15 Gramm Speisestärke, 200 Gramm Sahne. Einen halben bis einen Teelöffel Gemüsebrühe, 150 Gramm Creme Fraiche, einen halben Bund Petersilie, einen Teelöffel Salz und ein bisschen an Pfeffer. Für die Speckknödel braucht man 6 bis 7 altbackene Brötchen, geschnittene Semmeln. Ich habe jetzt 5. Ich weiß nicht, ob es das überall gibt. Bei uns gibt es die so in Tüten zu kaufen. Für Semmelknödel einfach. Knödelbrot. 5 Stängel Petersilie abgezupft, also ein bisschen Petersilie. 80 Gramm Zwiebeln. 120 Gramm Kartenschinken gewürfelt. 25 Gramm Butter. 220 Gramm Milch. 3 ganze Eier. 1 Teelöffel Salz. Pfeffer und Muskat. Die Knödel werden dann im Varoma gebacken. Gekocht, gedämpft, aber wir beginnen jetzt mit der Champignonsauce. Für die Champignonsauce wird die Zwiebel im Mixtopf getan und 3 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinert und dann mit dem Spatel nach unten geschoben. Jetzt kommt das Öl dazu. Ich habe mir das schon abgewogen. Und so wird die Zwiebel 3 Minuten bei 120 Grad auf der Stufe 2 angeschwitzt. Es brutzelt. Jetzt kommen die Champignons dazu, die wir geviertelt haben. Und die werden jetzt 4 Minuten bei 100 Grad im Rücklauf auf der Stufe 1 auch mit angedünstet. In der Zwischenzeit sollt ihr jetzt hier oben ein Schüsselchen draufstellen, euch die Speisestärke abwiegen und die Milch dazugeben. Das habe ich ja jetzt schon separat gemacht. Drum verrühren wir uns jetzt mal, während die Champignons dünsten, die Speisestärke mit der Milch. Schön glatt, dass keine Klümpchen danach in unserer Soße sind. So, auch die Andünstzeit ist vorbei. Dann geben wir jetzt die 200 Gramm Sahne dazu, die angerührte Speisestärke, die Gemüsebrühe. Ich gehe mit dem Spatel mal rundherum. Weil die Zwiebel ein bisschen am Rand ist. Und genau. So wird das Ganze jetzt weitere 4 Minuten bei 100 Grad im Rücklauf auf der Stufe 1 gegart. Und schon der letzte Schritt für unsere Soße. 150 Gramm Creme Fraiche. Kommen jetzt dazu. Dann der Schnittlauch. Ein Teelöffel Salz. Und ich mache jetzt so ein Viertel Teelöffel Pfeffer.
Und so wird das Ganze jetzt noch ein letztes Mal eine Minute bei 100 Grad im Rücklauf auf der Stufe 2 zusammen vermischt. Und schon ist unsere Champignonsauce fertig. Sieht auch sehr gut aus. Die füllen wir uns jetzt um. Spülen den Mixtopf und trocknen den Mixtopf. Ich habe hier meinen zweiten schon stehen. Jetzt will ich aber erstmal die Soße probieren. Super, super lecker. So sieht die jetzt aus. Oh, gut. Die kommt jetzt erstmal zur Seite, weil dann wird weitergemacht mit unseren Speckknödeln. Für unsere Speckknödel geben wir jetzt das Knödelbrot in den Thermomix. Und zerkleinern es mit Hilfe des Spatels 12 Sekunden auf der Stufe 6. Und wenn das gemacht ist, dann füllen wir wieder um. Ich muss nur ab und zu darüber luren, weil ich nur noch ein Sprichel auf der Kamera schon wieder habe. Das Knödelbrot ist umgefüllt und dann geht es weiter mit der Zwiebel. Ich habe jetzt eine große Zwiebel und die Petersilie. Die wir 3 Sekunden auf der Stufe 6 zerkleinern. Die Zwiebel und die Petersilie schieben wir nach unten. Und geben jetzt unseren Kartenschinken dazu. Ich habe jetzt 150 Gramm, weil die drin waren und dann hebe ich den kleinen Rest nicht extra auf. Und auch die Butter kommt dazu. Und so wird das Ganze jetzt 5 Minuten bei 120 Grad im Rücklauf auf der Stufe 1 schön miteinander angeschwitzt und das wird riechen richtig gut. Jetzt geben wir schon die Milch dazu. Und die wird 1 Minute 30 auf 60 Grad Rücklauf Stufe 1 erwärmt. Jetzt kommen die zerkleinerten Semmeln, das Salz, der Pfeffer und die Prise Muskatnuss. Ich habe das alles schon hier in den Mixtopf. Den hole ich jetzt aber raus, weil sonst geht das bestimmt alles daneben. Auch die 3 ganzen Eier. Und so wird das jetzt mit Hilfe des Spatels 20 Sekunden. Im Rücklauf auf der Stufe 3 verrührt miteinander. Also ich bin da jetzt nicht so zufrieden. Ich werde mir das jetzt in eine Schüssel umfüllen und richtig mit den Händen vermengen. Dann macht ihr den Mixtopf sauber und füllt euch 500 Gramm Wasser in den Topf. Fettet euren Varoma-Behälter und dann macht man nämlich die Knödellein. Ich habe jetzt die Knödel schon geformt. Und zwar habe ich jetzt unten im Varoma 5 Stück drin und oben habe ich 6 Stück drin. Den setzen wir jetzt auf, wo ist mein Deckel? Hier ist der Deckel. Und so garen wir die Knödel, die Speckknödel jetzt 20 Minuten auf der Varoma-Stufe, Stufe 1.
Wenn die Knödel fertig sind, dann macht ihr euch die Soße auch noch mal warm, damit wir dann zusammen alles schön heiß und warm essen können. Die Knödel waren jetzt fertig und ich habe sie genau 20 Minuten drin gehabt, habe jetzt auch schon angerichtet, habe ein Knödel probiert, weil ich wissen wollte, ob sie auch fertig sind. Ich freue mich so aufs Essen, kann ich euch sagen. Ich kann euch die Speckknödel mit der Champignonsauce absolut ans Herz legen. Wir lassen uns die jetzt schmecken, freuen uns beide auch schon richtig drauf aufs Essen. Und wie gesagt, könnte ich mir tatsächlich auch als Vorspeise vorstellen. Müssen ja dann keine zwei oder drei Knödel sein, aber vielleicht nur eine. Oder eben wie bei uns einfach als Hauptgericht. Ich sage danke fürs Zuschauen und Servus und Pfiat euch. Bis bald.